mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellte. Fast jeder von uns bin ich kulturell erzogen. Das heißt, eine Religion hat nie eine Rolle in unserem Alltag gespielt. Unser Maßstab war der Maßstab der Gesellschaft. Ich wollte auch eine große Schauspielerin werden, schön und erfolgreich zu werden. Mein Maßstab war dementsprechend der Maßstab der Gesellschaft auch. Subhanallah, das hat mich aber innerlich nicht glücklich gemacht. Und Alhamdulillah endete meine Reise beim Islam. Ich habe durch den Islam diese innere Ruhe gehabt. Ich habe durch den Islam so eine Glückseligkeit bekommen, das kann ich nicht beschreiben. Und Alhamdulillah bin ich eines Tages zufällig auf ein Video von Botschaft des Islam gestoßen. Ich habe angefangen zu weinen, mein Herz hat angefangen zu weinen einfach. Ich habe daraufhin mir weitere Videos angeschaut. Es war einfach diese Hand, die ich gebraucht habe, diesen Rückhalt. Als Botschaft des Islam Jannat beschrieben hat, als ich mir die Beschreibung angeschaut habe, ich bin da hingeschmelzt. Ich dachte mir, Subhanallah, es hat mich sehr gestärkt. Es war Balsam für meine Seele. Ich kann mich noch erinnern, nachts habe ich mir immer die Videos von Botschaft des Islam angeschaut. Ich habe immer geweint. Ich weine bei jedem Video. Es berührt mich sehr. Und dafür bin ich Botschaft des Islam sehr, sehr dankbar, dass sie einfach Themen ansprechen, die ins Herz gehen, die den Verstand auch erfassen, die auch die Realität betrifft. Vor allem die Lage dieser Umma jetzt. Keine Moschee, kein Hodja spricht über die Lage dieser Umma, was mit uns gerade passiert auf dieser Dunya. Und Botschaft des Islam greift Themen, die aktuell sind. Auf der anderen Seite einem emotional packt und auf der anderen Seite eine inhaltlich packt. Und Subhanallah, sowas im deutschsprachigen Raum gibt's nicht. Da ist Botschaft des Islam auch ein Monopol. Und das finde ich extrem gut. Vor allem, dass wir direkt angesprochen werden. Jeder wird angesprochen, ob jung, alt, ob wissend, unwissend. Jeder wird angesprochen durch die Videos. Und dafür bin ich Botschaft des Islam sehr, sehr, sehr dankbar. Mein Name ist Asma und ich bin 19 Jahre alt.